In Ansfelden sitzt der Recycling-Spezialist EREMA. Das Unternehmen baut Anlagen, die Weggeworfenes in Neues verwandeln. In Österreich stehen wir ca. bei 22-24% der Kunststoffverpackungen, die recycelt werden. Das europäische Ziel und die Vorgabe ist bis 2025 bei 50% und bei 2030 55%. Also es muss einiges gemacht werden. Recycling beginnt bereits im Haushalt. Kunststoffverpackungen kommen in den gelben Sack. Nur so leben sie weiter. Der Kunststoffabfall wird sortiert, gewaschen und zerkleinert und geht dann weiter in riesige Recyclinganlagen. Hier wird er getrocknet, verdichtet und geformt. Wie ein Fleischwolf kann man sich das vorstellen. Und in der Filtration hat man dann die mechanischen Verunreinigungen holt man raus und am Schluss kommen am Ende wie Spaghetti heraus, die geschnitten werden und ein Granulat produziert wird und das nennt man dann Regranulat, weil es aus Recyclingmaterial entsteht. Aus diesem Granulat entstehen dann neue Produkte. Was sich einfach anhört, ist aber ein kniffliges Unterfangen. Denn herauskommen sollen hochwertige Verpackungen. Für Kosmetik und Lebensmittel etwa müssen sie frei von Chemikalien und Gerüchen sein. Aus diesem Grund kommt bei Recyclingunternehmen immer öfter diese Anlage von EREMA zum Einsatz. Das funktioniert so, indem man eben Material hineinbringt, auf Temperatur bringt, 80 bis 100 Grad. Und das verbleibt dann zwischen 7 und 12 Stunden und wird dann mit heißer Luft eben durchströmt über die Zeit, sickert dann langsam durch den Silo nach unten, wird dann abgekühlt, kann dann abgepackt werden und dann für neue Kosmetik- oder Lebensmittelverpackungen wiederverwendet werden. Der Vorteil vom Kunststoff, das Recyceln braucht weniger Energie. Da kann fast nichts anderes mit. Da muss man eine Glasflasche wirklich sehr, sehr, sehr oft im Kreislauf führen, damit man da auf ähnliches Niveau kommt. 700 Mitarbeiter arbeiten bei der EREMA-Gruppe. Sie versuchen, den Recycling-Kreislauf zu schließen. Das ist für uns auch sehr wichtig, dass unsere Mitarbeiter immer wieder verstehen, an allen Bereichen, wo immer sie eingreifen in den Prozess, dass sie Teil dessen sind, dass da am Ende eine Maschine rausgeht, die aus Müll wieder was Verwendbares macht. Mein Job ist als Prozesstechniker, dass wir die Maschinen auf das Optimum rausholen, also neue Funktionen einbauen, genauso wie die Sensorik, die wir jedes Jahr wieder neu modifizieren. EREMA exportiert 98% seiner Anlagen an Kunststoffunternehmen weltweit, damit Müll eben nicht in der Natur, sondern wieder im Alltag landet.